Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Macht und Architektur. Wer denkt bei diesen Worten nicht sofort an Großprojekte? Wie die chinesische Mauer, die Cheops-Pyramide in Ägypten, die Grabanlagen von Ramses II. Im Tal der Könige. Und die Pyramiden der Maya. In den Zeiträumen, wo diese Monumente entstanden, gaben wir uns in Europa bescheiden. Mit Großsteingräbern, aus unbehauenen Findlingen und aufgeschütteten Erdhügeln zufrieden. Und raubten uns gegenseitig unsere Höhlen, Hütten und Zelte aus. Erst mit der Christianisierung in unseren Breiten entwickelte sich auch vor gut 1000 Jahren ein Bewusstsein für die Macht der Architektur. Viele Beispiele davon sind uns sogar trotz mancher Kriege erhalten geblieben. Um diese Gottestempel zu errichten, presste die Kirche den Menschen oft mehr als einen Zehnten ab. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Außer, dass die Kirche sich von den Vergaben von solchen Großprojekten weitgehend zurückgezogen hat. Und der Zehnte in Form von Lohn, Mehrwert, Mineralöl, Öko und diversen anderen Steuern, ich könnte da eine halbe Stunde mindestens noch aufzählen, vom Staat eingetrieben wird, dieser uns dann summa summarum mal ganz locker so 5 Zehnte aus der Tasche zieht. Und was machen unsere heutigen Regenten damit? Sie hinterlassen uns unvollendete Großsteuergräber, die nach einigen Jahren wie Kartenhäuser in sich zusammenfallen. Ich erlebte, wie das Land, in dem ich geboren wurde, als Folge eines solchen Großprojektes innerhalb von kürzester Zeit von der Weltkarte verschwand. Die Kosten für die Mauer und deren Baustellensicherung waren für dieses kleine Land voller fleißiger Menschen exorbitant. Das Material, die Menschen, die sie bewachten, fehlten der Wirtschaft, um im Lande bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Im Januar 1989 äußerte sich Erich der Erste von Utopien noch wie folgt. Die Mauer wird in 50 und oder 100 Jahren noch bestehen bleiben. Dann marschierte sein Volk auf die Straße mit den Worten: Wir sind das Volk. Keine 10 Monate vergingen und die Rufe des Volkes waren so laut geworden, dass das Bauwerk komplett in sich zusammenbrach. Und nicht einmal ein Jahr später verging und das ganze Land verschwand. Dagegen sind unsere Steuergrabanlagen von heute echte Peanuts. Jedenfalls, solange man sie nicht zusammenrechnet. Die Bayern LB, die HSH Nordbank, Stuttgart 21, der Nürburgring, die Fundamente der Ship-Tempel im Märkischen Sand, das Tropical Island, die Cargolüfterhalle, ein Überseehafen ohne eine geeignete Wasserstraße zum Meer in Brandenburg, um nur ein paar Beispiele aus den letzten Jahren in eure Erinnerung zu bringen. Brandaktuell ist natürlich das Großsteuergrab von König Vuvi dem I. von Spree-Athen und dem preußischen Staatshalter Platzhirsch von Ahnungslos. So bodenständig wie der ist, wird auch in seiner Amtszeit kein Flugzeug in der brandenburgischen Steppe landen oder abheben. Hase und Igel freut es, denn sie laufen dort ohne Gefahr von Lärm aus der Luft auf den Start- und Landebahnen ihre Wettrennen. Zudem ganz souverän die beiden Regenten von Berlin und Preußen abwechselnd die neuen Starttermine bekannt geben. Dennoch müssen wir die Köpfe nicht in den Sand, in den Märkischen, stecken.
Ich bin mir sicher, dass all das ein gutes Ende nehmen wird. Pünktlich zum Untergang des Abendlandes werden unsere Urenkel oder Urenkel den ersten und letzten Klängen aus der Hamburger Elbphilharmonie lauschen können, zu einer Live-Übertragung des Wettlaufs zwischen Hase und Igel auf dem mittlerweile völlig mit Gras bewachsenen Rollfeld des Flughafens Berlin-Brandenburg International, der feierlich an den NABU als Renaturierungsreservat Willy Brandt übergeben wird. In Stuttgart zieht gleichzeitig der Grottenolm in Stuttgart 21 im Untergrund der Stadt an, anstelle von Menschen und Zügen. Und habe ich zu viel versprochen? Ich sagte doch, am Ende wird alles gut. In diesem Sinne verbleibe ich herzlichst. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz Zehnbier. Das war mit Zehnbier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank. Kein Konto bei Hartz IV. Kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank. Überall und nah. Immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media.